Meine ungehaltene Rede, der ganze internalisierte Mist. Ungehalten, was für ein Wort. Nicht gehalten, nicht mehr zu halten. Was das alles heißen kann. Ungehalten, wütend, aber auch schutzlos, hilflos, getroffen, weil unvorbereitet. Lange und viel habe ich darüber nachgedacht, worüber ich diese Rede halten will. Nicht, weil mir nichts eingefallen wäre. Ganz im Gegenteil. All die diskriminierenden Strukturen, die unsere Welt prägen. Unhinterfragt. Unhinterfragbar. Als wären es Naturgesetze, die im Verborgenen wirken. Die Menschen eben leider nicht ändern können. Es ist so und war immer so und wird immer so sein. Rassismus, Sexismus, Ableismus, Geschlechterungerechtigkeit, Altersdiskriminierung, Armut, die Macht des Geldes und welche Rolle wir ihm einräumen, globale Ausbeutung von Menschen, Sucht und Diskriminierung, Wohnungslosigkeit mit allen Aspekten, soziale Ungerechtigkeit, Klimakatastrophe und wer auf der Welt gezwungen wird, die Folgen seit vielen Jahren bereits zu tragen. Geld im Mittelpunkt von allem. Das Recht am eigenen Körper und die Wahrnehmung des eigenen Körpers als Teil des Selbst. Raum einnehmen als Frau und oder Flinter. Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Solidarität. Und dass sie so oft fehlt. Über all das will ich reden und über so viel mehr noch. Über Liebe, Wut und Müdigkeit. Die drei Kräfte, die mich antreiben, hin und her reißen, anstrengen. Ich habe mehrmals angefangen, diese Rede zu schreiben, denn es gibt so viel, das mich aufregt. Ungehalten macht. Dann ist mir aufgefallen, was mich am meisten aufregt, zumindest gerade jetzt, in diesem Moment, wie viel Mist ich selbst denke und fühle, der nicht mein eigener ist. Wie sehr Diskriminierungsstrukturen, falsche Narrative in mir drin sind. In uns allen. Narrative, Geschichten, Erzählungen, die jemandem dienen. Sie sind nicht zufällig, anlasslos, versehentlich da. Sie dienen jemandem, aber nicht mir selbst. Der ganze internalisierte Mist, der dazu führt, dass wir uns selbst ausbremsen, wenn wir gerade an einem Punkt sind, an dem wir aufstehen wollen und das alles nicht mehr mit uns machen lassen. Das blöd anreden, das demütigen, ganz subtil, dieses Ganze von oben herab. Alles, was uns klein hält, denn in uns drin ist immer eine Stimme, die sagt, dass das schon seine Richtigkeit hat. In mir drin ist diese Stimme. Und mein ganzes Leben lang kämpfe ich dagegen an. Wie viel Kraft, die mir in anderen Kämpfen und zum Leben insgesamt fehlt, geht in diesen inneren Kämpfen verloren. Und wie geht es erst anderen Menschen? Menschen, die stärker benachteiligt und auf einem ganz anderen Level diskriminiert werden. Wenn uns all diese Kraft zur Verfügung stünde, die Welt wäre eine andere. Aber reden wir nicht über uns oder Mann oder irgendwen. Reden wir über mich. Von meiner Tochter habe ich vor einiger Zeit gelernt, dass es besser ist, ich statt Mann oder Ähnliches zu sagen, wenn ich über mich selbst rede. Nicht Mann hat so viel verinnerlicht, was man nicht will. Nein, ich bin das. Ich habe so viel Mist verinnerlicht. So viele unbewusste Stimmen, die etwas beurteilen, verurteilen, mich demütigen. Mich klein halten. Es braucht gar nicht mehr so viel von außen. Das Innen kommt dem kleinsten Anschubser zur Hilfe und hält mich erfolgreich nieder. Ich bin immer wieder wütend darüber, was dieses System aus mir macht. Wie viel Mist ich in mir habe, wie viel Mist ich weitergegeben habe, ohne es zu wollen. Mit dem sich nun auch meine Tochter abmühen muss. Egal, wie sehr ich es besser machen wollte, ich weiß, dass es auch sehr oft nicht gelungen ist. Und das will ich ändern, entschlossener als bisher. Denn ich kann es,
Und ich muss es. Warum? Ich bin eine weiße Frau. Das bedeutet, ich kenne Diskriminierung und Benachteiligung, weil sie in unserem gesellschaftlichen System jede Frau betrifft. Ich habe auch neben meinem Frausein Diskriminierung erfahren. Als Kind aus einer suchtbetroffenen Familie, eine kurze Zeit als Mensch ohne eigenen Wohnsitz, später jahrelang als Alleinerziehende und Armutsbetroffene, sicher bald auch aufgrund meines Alters, seit 1989 und bis heute immer wieder als Ostdeutsche sowie in anderen Kontexten. Und ich bin eine weiße Frau. Eine weiße, hetero, cis-Frau. Ohne Behinderung und noch nicht ganz alt. Relativ gut gebildet und aktuell seit vielen Jahren nicht mehr armutsbetroffen. Also durch Glücksfälle privilegiert in diesen sowie in anderen Kontexten. Das bedeutet, ich habe eine Wirkmacht und bin, nicht immer, aber manchmal, in der Lage, mich gegen die Diskriminierung, die mir selbst widerfährt, zu wehren. Und noch wichtiger, ich kann mich solidarisieren mit den Menschen, die viel stärker diskriminiert werden. Aus der Situation ergibt sich meiner Meinung nach eine besondere Verantwortung. Ich kann nachvollziehen, wie schwer es sein muss, mit noch viel mehr an diesen Einschränkungen und Diskriminierungen zu leben, als ich selbst sie je erfahren habe. Und gleichzeitig bin ich immer wieder einmal in der Situation, durch bestimmte Türen zu gehen, die anderen weiterhin lebenslang verschlossen bleiben. Es sei denn, ein Mensch hält die Türen hinter sich auf, für die, die nach ihm kommen. Ich möchte dieser Mensch sein, wann immer es möglich ist. Denn bei allem, was wir tun, in Sachen Feminismus und Menschlichkeit, bleibt die Solidarität unverzichtbar. Wenn wir nur für uns selbst gehen, nur gegen diesen bestimmten Teil Ungerechtigkeit aufstehen, der uns persönlich betrifft, dann wird sich nichts verändern, weiterhin. Das ist Teil dieses Systems, denn nur dadurch, dass wir uns voneinander trennen lassen, werden wir geschwächt. Jede Ungerechtigkeit geht mich etwas an. Und ich habe überhaupt kein Quäntchen Geduld mehr, auf manipulative Schachzüge einzugehen, dass ich doch nochmal ganz genau erklären soll, wo und wie genau Ungleichbehandlung besteht, wer denn diskriminiert wird und überhaupt. Und wenn wir dieses Wort sagen, dann ist das doch auch Ausdruck von Freiheit. Schau mal, wir durften das doch immer und deshalb... Nein. Wenn du das angeblich noch nicht weißt oder nicht sehen kannst, dann aus Gründen. Du willst es nicht wissen und sehen. Es betrifft dich nicht. Deshalb willst du, dass die Welt genauso bleibt, wie sie ist. Es soll die anderen betreffen. Und da sind wir wieder bei uns, weißen Cis-Hetero-Frauen. Wenn wir als die, die als allererste in einige Räume vordringen können, uns genauso verhalten wie die, die da schon drin sind, wenn wir die Tür nach uns schließen, dann geben wir unsere Verantwortung ab und unsere Macht. Wir lassen uns niederhalten von dem ganzen internalisierten Mist, von dem, was uns als richtigen, gleich passenden, genau an die aktuelle, ungerechte Situation angepassten Frauen erwartet wird, um dieses System an Ungerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Wir sollen noch gut aussehen dabei und nicht aggressiv sein und bitte auch nicht allzu viel reden und uns nicht ganz so wichtig nehmen. All das ist so wenig Frau, ist gleich so wenig die Frau, die wir in unserem System brauchen, damit es weiterläuft wie bisher. Also ist es eigentlich ganz einfach. Immer, wenn wir aus der Rolle fallen, machen wir eigentlich etwas sehr richtig, um das zu verändern, was ist. Und ja, wir können das ändern. Deshalb müssen wir es. Es gibt so viele Bereiche, in denen ich in meinem bisherigen Leben praktisch keine Fortschritte erlebt habe. In einigen gar Rückschritte. Wie frustrierend soll das denn noch werden? Wie viel Zeit braucht es denn noch angeblich? Das hat schon die Lebenszeit von Generationen gefressen. Es reicht einfach. Es reicht. Wir haben keine Zeit mehr. Wir fangen jetzt an. Heute, in diesem Moment. Ich fange damit an. Ich werde diese Stimme in mir drin, wenn sie Mist erzählt, in Zukunft immer fragen, das sagt wer?